Jodeli. Segel hoch! Segel! So, wir schippern jetzt mal wieder auf dem Rinn, sprich weiter. Nachdem ich ja schon hier die ersten beiden gesichert habe, bin ich mal nach Hause, wie gesagt, geschippert, weil ich hatte nur noch 3 Wikinger, also Jungs-Wikinger. Und wenn die sterben, verliere ich ja alles. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich mir gedacht, hey, komm, ab zurück. Dann gib ihm. Jetzt haben wir nur noch einen Hauptmann. Und irgendwo muss noch ein Schwertchen liegen. Oh, hier lang. Übrigens hatte ich auch gerade einen netten Absturz vom Spiel. Ah, der Rabe ist nicht verfügbar, ne? Schade. Es war knapp. So, ne? Auf Evo bezogen. Ja. Aber nicht verfügbar, genau. Ah, schade. Wie gesagt, alles von den Jungs-Wikinger, außer hier an der Seite, das ist von Jürgenheim. Weil komischerweise habe ich den noch nicht. Den Rumpf. Eigentlich hin. Wir hätten jetzt den hätten wir nicht fahren können, glaube ich, ne? Oder doch? Dann lang fahren können. Durch das Schild? Oh, das ruckelt. So, ich habe übrigens mal den Sound noch mal einen Ticken leiser gestellt, weil aus irgendwelchen Gründen. Bei mir laut. So, wir können da und da lang. Ich weiß es nicht, was besser ist. Ich bewege mich jetzt einfach mal hier hin. Und dann prügeln wir uns hier mal ein bisschen rum. Ziemlich befestigte Ruinen. Aguilar! Spaltet sie! Los jetzt, Krieger! Hallo? So, hier ist etwas Nahrung. Mal hier auf. 55 Güter haben wir. Eine Truhe.
schade, dass hier nicht wieder mehr da muss ich dann mehr gibt im Sinne von genau. Oh, sorry dafür. Musste mal gerade ganz stark niesen. Ist immer lustig, wenn ganz plötzlich der Juckreiz kommt und du dann erstmal loslegen darfst. Oh, wie gesagt, ich hoffe, der Sound passt. Ich habe, wie gesagt, nochmal leiser gestellt vorher irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie kommt das. Schnell zurück zum Schiff. Ist mir das aufgefallen, kommt das durch ein Windows-Update, weil ich hatte alles, also wie das ist, Windows-Steuerung 100% Game auch, ne? Und es hat funktioniert. Und es war auch immer irgendwie, fand ich. Letztens ist mir das aufgefallen, da ist das irgendwie, hatte ich Ohrenexplosion auf dem, ne, im Kopf. Und habe dann festgestellt, dass das irgendwie alles total laut auf einmal ist, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Deswegen habe ich das mal runtergestellt. Und jetzt ist interessanterweise, man kann das ja mal sagen, ob es okay ist jetzt. Habe ich die Gesamtlautstärke von ehemals 100% in Game auf 70 runtergestellt. Vielleicht hört sich jetzt ja besser an. Ich weiß es nicht. Also ich gehe mal davon aus, weil ich mir die Aufnahme natürlich zum letzten Mal angeguckt habe. Beziehungsweise angehört in dem Sinne. Und das ist mir nur sehr stark aufgefallen. Das im Vergleich zu meiner Stimme, das Game sehr laut war. Ist auch mal toll, dass man gefühlt jedes Mal, wenn man das macht. Weniger Segel! Segel! Neufeld-Curve. Sieht da schon der erste bei mir rum oder was? So, ich würde erstmal sagen, ich helfe dem netten Herrn da, weil der verstirbt mir sonst auf dem Weg dahin. Ach so. Ich hab keine Mahlzeit mehr. Oder noch keine vollständige Mahlzeit. Boah, hast du ein Glück. Also der Junge hatte gerade wirklich sehr viel Glück. Oh doch. Danke. Aus da. So, helfen wir mal beim Aufbrechen, meine Damen und Herren. Hey, komm mal kurz her. Alter. Oh. Und nächste Los, Tour. Ich brauche hier Hilfe. Mahlzeit, das war auch gesehen sehr wichtig. Juhu! Noch was? Juhu! Yeah!
glaube, hier ist nichts mehr. Sprich da. Von daher können wir. Oh, hier, da. Ja, Marlene ist voll. Das war jetzt. Ein Glück, dass ich das noch gesehen habe, weil das war sehr wichtig gerade. Also Essen ist in Fußraubzüge das Allerwichtigste. Damit die Kollegen nicht versterben. So, ab nach Hause, Schrägstrich zum Schiff natürlich. Und dann geht's weiter. Ich guck gerade mal auf der Karte nicht, dass ich da irgendwas liegen. Nee, habe ich nicht. Ja, die Gehöfte sind ja wichtig wegen der Nahrung und die Soldatenlager sind wichtig wegen der anderen Geschichte. Nur. Irgendwie, ne? Jetzt hier. Ist das Segel? Ja. Oh, Glück gehabt. Haha. Wieso setzen wir den Segel jetzt weg? Geht's noch ganz gut? Und ich würde natürlich jetzt gerne mal hier lang fahren. Ja, übrigens auch cool, wenn man hier mit dem Raben hier lang gucken könnte. Na Knuck. Müssen wir mal gucken, wo hier einer rumspringt. Aufbrechen. Ich brauche Unterstützung. Genau.
ist aber hier auch eine Bude, wa? Das waren jetzt alle, ne? Einer liegt da schon wieder. Hier drüben Hilfe. Aber dafür habe ich schon viermal Nahrung gesammelt. Oh, und zwei? Los, nämlich. Bestehen wir schnell noch den Tod. So, erkunde den Fluss und verwende die Karte, um dein Ziel zu finden. Ein Ziel? Hier habe ich wenigstens Nahrung. Da habe ich auch noch Nahrung. Siehst du mal, wieder einmal aufgefüllt. Was? Vor uns sind nur du und ich da. Der Anführer kommt nur, wenn wir fort sind. Wenn wir tot sind, müssen wir uns zumindest nicht darum kümmern, wie sauer er auf uns ist, weil er zurückkommen musste. Jo. So. Ich weiß nicht, wo die Wölfe gerade sind. Okay, gefunden. Jetzt alles rumliegt, ne? So. Fangen wir jetzt mal an, einzusammeln. Bei dem Kollegen, der da auf uns wartet. Eva! Komm, hilf mir! Ich bin doch schon da! Der dann irgendwo hier sein. Ich brauche hier mal Hilfe. Schaut mal, fette Beute. Richtig. Ist das Katzenbogen? Das richtig ausgedrückt? So, und wir haben noch irgendwo da oben.
Das heißt, ich muss noch mal zurück. Ach, guck mal. Was ist denn hier los? Ich kann mir keine Fehler erlauben. Geht's noch? Ernsthaft? Aha, das brennt! Ja! Juhu! Was ist denn das hier für eine riesen... Nee, warte mal, erst mal eins nach dem anderen. Der Verfechter kann in einem Kloster am Ring gefunden werden. Ist ja fett. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Dann kann ich jetzt hier lang. Okay. Hat was. Na komm. Schwimm, kleiner Ivor, schwimm, schwimm, schwimm. Oh, wir haben 5-mal Nahrung, habe ich. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt relativ gut ausgeschüttet. Für die nächsten Bereiche.